Das Thema des diesjährigen Hochschulwettbewerbs ist Industrie 4.0, also ein weites Feld, ein Trendthema, über das ja die ganze Welt im Moment spricht, und also in der Industrie. Und wir haben uns gedacht, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal dieses Jahr etwas genauer hinter die Kulissen zu schauen. Der Industriepartner dieses Jahr ist die Phoenix Contact. Phoenix Contact ist im Bereich Industrie 4.0 ein führendes Unternehmen in Deutschland, macht sehr viel Automatisierungstechnik und Komponenten dafür und ist da auch so Trendsetter in diesem Gebiet. Weil wir schon lange Jahre miteinander arbeiten, wusste Tanner genau, dass Industrie 4.0 für uns ein ganz großes Thema ist, schon seit einiger Zeit. Industrie 4.0 ist ein sehr abstraktes, schwieriges Thema. Deshalb haben wir uns gedacht, es ist eine tolle Aufgabe, die Vorteile von Industrie 4.0 kurz, verständlich zusammenzufassen und dann noch den Brückenschlag in die Praxis zu schlagen. Das heißt, das Grundstück zu schaffen von dem, was visionär in 5 bis 10 Jahren vielleicht mal sein kann, runterzubrechen auf das, was können wir heute schon. Besonders überzeugt hat uns heute das Team Weiland von der Hochschule Aalen. Und zwar hat das Team ganz toll die Aufgabenstellung natürlich erledigt, also die Verbindung von der Theorie in die Praxis geschlagen. Und sie haben uns komplett überzeugt dadurch, dass sie nicht Industrie 4.0 nur gezeigt haben, sondern sie haben tatsächlich Marketing oder Dokumentation 4.0 daraus gemacht. Wir haben die Aufgabenstellung folgendermaßen gelöst. Wir haben eine Broschüre, die wir Broschüre 4.0 genannt haben, realisiert, in der wir viele Medien crossmedial verknüpft haben. Ich nehme auf jeden Fall mit nach Hause, dass wir verschiedene Medien anders und besser vernetzt nutzen werden, beispielsweise ein Printmedium mit dem Web vernetzen, Augmented Reality nutzen, verschiedenste Videoformate, von denen mir manche gar nicht bekannt waren, nutzen. Also ich habe auch eine Menge gelernt von den Teams heute.